Werden wir Allah Azza wa Jal sehen? Ja. Die Gläubigen werden Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies sehen. Allah Azza wa Jal sagt, وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. An diesem Tag wird es fröhliche Gesichter geben, die zu ihrem Herrn heraufschauen. Natürlich wird man aber Allah Azza wa Jal vorher sehen. Die Gläubigen sehen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was ein Kafir anbelangt, Allah verbietet ihm, dass er ihn sieht. Das ist die größte Strafe. Schau mal, die beste Gnade ist, dass du Allah siehst. Und die größte Strafe, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte im Umkehrschluss, ist, dass Allah dich nicht sehen will. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَا مَحْجُوبُونَ. Aber an diesem Tag werden sie ihren Herrn nicht sehen können. Wer ist damit gemeint? Möge Allah uns bewahren. Na.